Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Von der Firma V-Lock ein smartes Türschloss. Und dann würde ich sagen, weiter geht's nach dem Intro. Ja, bevor wir es auspacken, einmal ein Dankeschön an die Firma V-Lock. Die haben mir das Produkt zur Verfügung gestellt, damit ihr es auch wisst, wie ich zu diesem Produkt gekommen bin. Ich bekomme kein Geld dafür. Die haben nur dieses Produkt mir zugestellt oder zugeschickt. Und jetzt in diesem Teil werden wir nur das Produkt uns ansehen. Und dann kommt es noch zu einem zweiten Video, wo ich dann das Schloss einbaue in eine Tür und wie das dann Ganze funktioniert. Und dann würde ich sagen, packen wir das mal aus, gucken, was der Inhalt ist und wie sich das Ganze anfühlt. Ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung und ich setze auch noch einen Link ins Video rein. Geht einfach mal auf die Seite, schaut euch die Produkte an und dann würde ich sagen, geht es jetzt los mit dem Auspacken. Ja, hier steht ja schon mal oben. Und dann öffnen wir das Ganze mal so schön. Hier ist eine Pappe, hier ist die Bedienungsanleitung. Da gucken wir gleich nochmal rein. Hier ist das Schloss. Und hier ist die Innenseite. Aber da gucken wir gleich nochmal rein. Und hier ist noch was drin. Und hier ist auch noch was. So, jetzt habe ich alles draußen. Das ist hier der Schließzylinder, der wird ja dann eingebaut und dann wird das hier aufgesetzt und im Imbus, der dabei liegt, festgemacht. Das gleiche hier auch. Wir gucken aber hier mal kurz in den Kasten rein. Hier ist so eine Nadel, um was zu öffnen. Hier gibt es so Anhänger, die sind aus Metall. Hier ist auch ein QR-Code drauf. Ja, irgendwas, ja, Kunststoff, keine Ahnung, etwas schwer. Hier ist noch ein bisschen Zubehör, dass die Schraube, um den Schließzylinder zu halten. Hier ist ja noch so ein Kreuz dabei und ein Imbus dabei. Und hier ist ja noch so ein größerer Schlüssel dabei. Hier gibt es das auch auf Deutsch. Anwendbare Größe. Also so sollte es dann ungefähr aussehen. Das ist denn die Stärke der Tür maximal. Ja, und wie das dann eingebaut wird. Und ja, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Hier ist dann alles, was dabei ist, wie das auch Ganze funktioniert. Und dann, dass ja auch Akkus reinkommen oder Batterien. Denn ist, wie man das öffnet. Aber das zeige ich, wenn ich das einbaue. Ja, der Schließzylinder. Das ist denn innen, das ist außen. So fühlt sich das leicht an. Ist ein sehr gutes Material. Edelstahl. Hier ist auch ein bisschen Edelstahl, ein bisschen Kunststoff. Und wir werden das mal öffnen. Hier ist so eine, man kann es auch mit USB-C laden. Also wenn wir hier Akkus reinlegen, kann man das auch schön laden. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Das gucken wir uns auch mal dann im Detail an, wie das Ganze denn funktioniert. Hier steht dann auch Frontgriff entfernen, da ist dieser eine Schlüssel dabei. Und wie man den Schließzylinder einsetzt. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Denn, das ist eine Karte, womit man die Tür auch öffnen kann. Also wir können einen Fingerdruck
nutzen. Mit der Karte können wir das öffnen, aber das werden wir dann, wenn ich das eingebaut habe, detailliert testen und ausprobieren. Der erste Gesamteindruck ist richtig, richtig gut. Ich werde das mal gucken, dass ich Batterien finde, damit wir uns das einmal kurz ansehen können, wie das schon mal einmal aussieht. Weil hier oben scheint ja auch ein Display zu sein. Also ich habe das jetzt einmal geöffnet, so sieht das aus. Hier kommen die drei Batterien rein, hier steht dann auch Minus, Plus und so weiter und so fort. Und dann gucken wir das uns gleich mal an. Also hier ist jetzt, steht was drauf. Ich nehme mal die Folie ab. Hier steht, ich hoffe, ihr könnt das sehen, ich komme ein bisschen dichter dran. Und ja, hier Aero, das ist natürlich noch nicht. Ich habe leider keine passenden Akkus gefunden. Ich nehme mal die Folie hier kurz mal weg. Das sind solche kleinen Batterien. Ich glaube 3xA heißen die. Damit ich das euch auf die Schnelle zeigen konnte, bevor denn die Batterien kommen. Nehme ich das mal hier ganz kurz vorsichtig ab. Ja, das sind hier diese kleinen Batterien. Ja, das sind 3xA und dann ganz normal einsetzen, wieder zumachen. Dann müsst ihr das einmal hier hoch machen, mit den Kontakten dann klar richtig einschieben und dann müsst ihr das auch festschrauben. Hier kommt in diese Schraube rein. Habt ihr aufladbare Akkus wieder? Dann könnt ihr es auch mit USB-C aufladen. Hier sieht man auch den Batteriestand. Komm mal dichter dran. Ja, es flimmert ein bisschen, aber da konntet ihr eben gerade den aktuellen Stand der Batterie sehen. Ich werde jetzt zum zweiten Teil Akkus besorgen und dann, dass man das besser sehen kann. Und dann würde ich sagen, das soll es hier auch gewesen sein. Und dann bis zum nächsten Video. Euer Tech-Dev. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech-Dev.